Ach, Egon, wie schön, dich endlich draußen zu sehen. Nein, leicht war es nicht. Nein. Verdammt schwer. Und zum Sterben langweilig, sage ich dir. Die freut sich auch. Ihr Wort. Sie wartet bestimmt schon mit dem Kaffee. Und mit Torte. Ach, übrigens. Du hast doch wieder einen Plan, oder? Ja, wie kannst du bloß fragen? Selbstverständlich hat Egon einen Plan, aber lass ihn mal schön in Ruhe. Ja, aber weil es diesmal so wichtig und so dringend ist. Aber darum musst du den armen Egon nicht gleich überfallen, kaum dass er den Duft der Freiheit schnuppert. Richtig. Männer, ich habe einen Anruf bekommen. Und zwar aus Ostdeutschland, aus dem Erzgebirge. Eine Kleinstadt namens Aue. 18.000 Einwohner, nichts Besonderes. Aber die haben einen Fußballclub. Und was wird mit Berge und Vieh? Was mit der Hochzeit? Was mit der Zukunft und so weiter? Was mit Yvonne? Ich sag doch, ich hab einen Plan. Ein gewisser SpongeBob und sein Freund, der Wismut Auerschlumpf, haben mich gebeten, eine Aktion zu starten, damit sie das nächste Heimspiel gewinnen. Wisst ihr, was das ist? Sieht aus wie ein Plan von einem Stadion. Genau das ist es. Das Stadion von dieser Mannschaft hier, dem FC Erzgebirge Aue. Für die geht es in dieser Saison um alles. Und wir sollen den Abstieg mit verhindern helfen. Dazu müssen wir nach Aue fahren. Sie haben uns ein Sky-Jahresabo dafür versprochen. Dazu? Das ist ja gewaltig, Egon, aber weißt du das auch ganz genau? Absolut, ich habe die Karte gekauft für eine Schachtel Zigarren, 2 Pilz und 2% am Gewinn. Dieser Typ hier ist unser Mann im Stadion. Er lässt uns am Sonntagabend, Punkt 23 Uhr, in die Katakomben unter dem Stadion. Wir müssen unbedingt in die Kabine 9 hinein. Da liegt alles, was wir für unsere Aktion brauchen. So zum Beispiel Schlemmkreide, um krumme Linien zu ziehen. Das verwirrt den Gegner. Und Schmierseife, mit denen wir die Bälle der Kaiserslauterer einschmieren. Dann rutschen sie am Ball aus und Aue zieht das Ding. Erzählt's Gebirge Aue, wir halten fest zusammen.